Ich würde vorhin zum Beispiel sagen, wir fangen auch gleich mal, gehen wir gleich mit der Aktivität los. Und zwar teilen wir mal den Raum in zwei Hälften dazwischen. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit der Frage Vorlesung. Ja, also klassische, traditionelle Vorlesung. Welche Vor- und Nachteile gibt es da von dieser Veranstaltungsform? Und zwar machen wir es so, ihr, also diese Seite hier, sind die absoluten Vorlesungshasser. Ja, also ihr sagt, Vorlesung, es gibt nichts Schlimmeres an Veranstaltungsformen wie Vorlesung. Ja. Und eure Aufgabe ist es jetzt, Argumente zu sammeln. Okay, und zwar immer zu zweit am besten, in kleinen Gruppen, mit dem Nachbarn zusammensetzen und einfach mal Stichpunkte aufschreiben, was alles schlecht ist an Vorlesungen. Ihr hingegen seid absolute Vorlesungsliebhaber. Okay. Ihr könnt euch keine geeignetere Veranstaltungsform vorstellen als die Vorlesung. Und ihr könnt immer zu dieser Veranstaltungsform greifen, weil, auch mit eurem Nachbarn diskutiert, ich würde sagen, 10 Minuten können wir uns dafür gönnen, Argumente zu sammeln. Okay. Und dann tragen wir die anschließend zusammen. Okay. Ja, so. ich habe auch schon zwei Freiwillige gefunden, die gleich die nächste Phase übernehmen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir nutzen hier mal alte Medien. So, und zwar sammeln wir jetzt hier einfach unsere Ergebnisse an der Tafel. Ich habe euch beiden schon instruiert, ich sage mal das Gleiche, was ich euch gesagt habe, jetzt nochmal einfach anders bekommen. Und zwar, eure Aufgabe ist die folgende. Du machst nichts anderes als aufrufen. Du bist der Moderator. Du musst schauen, dass die Diskussion hier in Gang kommt. Aber du darfst dich nicht, wenn du jetzt hier vorne stehst, dazu genötigt fühlen, inhaltlich auf die Beiträge einzugehen, zu kommentieren oder so. Ja? Sondern einfach der Kreis hier spricht miteinander und du rufst auf. Wenn jetzt hier sich ein paar melden, jemand sagt was, und auf der anderen Seite meldet sich jemand ganz vehement, dann ziehst du den am besten vor. Ja, also dass du sozusagen die Diskussion in Gang bekommst. Zwischendurch kann man aber durchaus auch andere dann aufrufen. Also du managst die Diskussion. Deine Aufgabe ist es, die Dinge stichpunktartig hier in der Tafel festzuhalten. Das heißt, du denkst mit und versuchst im Kopf Stichpunkte zu überlegen, wie man so macht. Du darfst zurückfragen, wie man es festhalten soll, wenn jetzt der Beitrag zu lange war und du nicht genau weißt, wie das verhalten immer gerne hätte. Ihr dürft, wenn ihr was gesagt habt, auch gerne sagen, ich schreibe mal das und das in die Tafel. Ja? Auch nicht genötigt fühlen zu kommentieren oder so, sondern einfach nur schreiben. Ich werde mich jetzt hinter euch setzen und euch das Feld übergeben. Okay, ich werde mich nur einschalten, dann, wenn ich denke, es ist notwendig, dass ich mich einklicken muss. Bitte schön. Kai, hier vorne. Ja, so, wir haben ja gerade gehört, worum es geht. Gibt es schon die erste Meldung? Ja, bitte. Sie haben ganz viele Pluspunkte. Ne? Ja. Und eine der zwei Sachen, die würde ich Ihnen als erstes sagen, und zwar, wenn man das jetzt vergleicht, dann denken, dass Vorlesung ja somit das verbreitetste, etablierteste Format ist. Das heißt, klar gibt es ganz viele schlechte Vorlesungen. Und es gibt umgekehrt relativ viel gute, glaube ich, so Gruppenarbeit und Seminare, und natürlich Leute, die sowas machen, sich ja aktiv sozusagen entfernen von der etablierten Form. Und deswegen gibt es auch so viele gute. Deswegen haben wir jetzt ganz viele Sachen gesammelt. Die klingen jetzt vielleicht ein bisschen sehr euphorisch, aber ich habe das nicht gedacht, dass es so viele schlechte Gegenbeispiele gibt. Also zum Beispiel haben wir gefunden, ein Pluspunkt für Vorlesungen ist halt auch schlichtweg erstmal Masse. Also man kann ja locker 700 Studenten damit belehren. Und wenn man das als Seminar teilen will, dann ist man ziemlich gut. Jetzt ist noch die Frage gekommen, ist das jetzt aus nur aus der Sicht des Dozenten oder aus der Sicht der Studierenden oder aus beider Sicht? Schon aus der Sicht von beiden. Da sind damit alle einverstanden. Hat das jeder so mal auch Fragen haben? Okay. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, vielleicht kann man damit Masse bedienen, aber wenig effizient. Also alles, was dabei hingemerkt ist. Es ist zwar, man vermittelt zwar an sehr vielen etwas, aber es bleibt. Das wird nicht viel vermittelt, obwohl es nicht ist. Ja, dann haben wir gleich eine Meldung. Ja, danke für das Stichwort Effizienz. Da haben wir natürlich ganz viele Pro-Argumente für gefunden. Das war jetzt aus Sicht des Dozenten natürlich super effizient, weil ich nur einmal Arbeitsaufwand habe in der Erstellung der Folien
Und die kann ich dann über die Jahre wieder rausnehmen, wenn sie gut sind und habe überhaupt keinen Arbeitsaufwand mehr. Außerdem ist es effizient, weil ich genau planen kann, wie ich meinen Stoff durchkriege. Ja, ich kann genau jede einzelne Vorlesung planen, weiß, welchen Stoff ich da reinkriege. Und so kann ich den Stoff, den ich zu vermitteln habe, über das ganze Semester schön aufteilen und habe da überhaupt völlige Planungssicherheit und auch hinsichtlich des Arbeitsaufwands völlige Sicherheit. Das ist natürlich auch super langweilig und eintönig für mich als sitzende Person. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch für die Studierenden, die davor sitzen und eine Person steht und redet nur. Ich sage, dass eine Person redet, das kann sehr gut sein. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen sehr guten, charismatischen Redner oder Rednerin, der die Leute wirklich in seine Bann zieht und der sozusagen die Leute euphorisiert. Stelle ich mir das viel schöner vor, als sag ich mal, sonst eine Gruppenphase, wo fünf demotivierte Gruppen regeln, dann muss da was zu machen, die 10 Minuten absitzen, die sie machen müssen, bis sie irgendwas auf dem Flipchart festhalten sollen. Also dann nehme ich lieber sozusagen als Segen, als sozusagen die Vorlesung bietet einem guten Redner, Rednerin die Möglichkeit, so wirklich zu glänzen. Ja. Ja, aber ich denke halt, dass die meisten nicht nur bedingt mit Charisma ausgestattet sind. Also das ist halt nicht um gerade eine Voraussetzung, um Professor oder zu werden, also dass man Charisma haben will. Ich denke, das Format erlauben, dass man mit dem, was man an Persönlichkeit mitbringt, eine gute Lehre zu machen. Und da ist die Vorlesung halt nicht gerade das Optimale. Also, man ist sehr eingrenzt von, was man da machen kann, also, wie man seine Person behandeln kann. Es gibt halt, klar, als guter Redner steht man voll da. Das hört man auch immer wieder mal. Aber ich weiß nicht, ob das für viele Lehrende immer der Weg sein kann. Wenn ich als Student das Gefühl habe, ich sollte lieber Buch lesen oder mich über einer Diskussionsgruppe in einer Lerngruppe treffen, kann ich das machen. Und wenn beim Seminar von 20 Leuten regelmäßig 5, 6 entscheiden, wir wollen lieber das Buch lesen, also dann funktioniert das Format aber nicht mehr, weil es wirklich auf Anwesenheit angewiesen ist. Und da lässt die Vorlesung den Studenten einfach mehr Freiraum, selber zu entscheiden, ob sie sich das anhören möchten oder halt nicht. Okay. Ja, aber die Vorlesung ist ja dann die Frage, wo dann der Zweck ist, wenn ich auch die Möglichkeit habe, mich in Pause zu setzen und mir einfach das Buch anzuschauen. Warum gehe ich dann in die Vorlesung? Also es stellt mich ja hohen Anspruch an mein Selbststudium, mich überhaupt eben nochmal hinzusetzen und alles das, was ich da gehört habe, nochmal zu verarbeiten. Ich denke halt auch, dass man am besten lernt, indem man etwas tut und nicht nur indem man etwas halt in sich rein. Mit einer Möglichkeit die Tafel offen lassen und einen Rand schreiben. Weil da rechts war noch ein bisschen Platz. Dann haben wir alles auf einem Bild. Genau. Dann wird daneben klemmen. So, was war das jetzt? In der Vorlesung nimmt man nur auf, aber man wendet das nicht mehr. Ich bin ja auch leben mit der Zeit. Wenn ich jetzt in der Vorlesung sitze, mir das anhöre und dann aber auch nochmal das Buch lesen müsste, weil ich vielleicht nicht alles mitbekommen habe, dann habe ich ja auch, das ist jetzt auch so ein Zeitaufwand, einen doppelten Zeitaufwand. Und dann muss man sich schon überlegen, wenn man einen Stundenplan hat oder 40-Stunden-Woche, schon nur Vorlesungen drinne stehen, die der Dozent erwartet, aber auch Nachbereitung, dass ich dann sage, okay, dann spare ich mir die Vorlesung und lese das Buch, weil ich das halt sonst gar nicht alles schaffe. Ich muss sagen, das ist ja nicht schlimm, also wenn ich gut zufrieden bin. Ich finde ja, manche Studenten lesen über das Buch, andere brauchen vielleicht jemanden, der ihnen das erzählt. Das ist ja ganz unterschiedlich. Und eigentlich finde ich es anders. Achso, genau. Und zwar letztlich ist es ja aber auch so, sozusagen, ich verstehe nicht so ganz, dass so eine Gruppenarbeit ist ja nicht per se sozusagen, funktioniert denn auch nicht per se. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass zum Beispiel die Gruppe der Studenten nicht funktioniert, weil zwei Leute einfach beschließen, sie haben keine Lust mitzuarbeiten und dann müssen zwei sozusagen die Arbeit von der Gründergruppe machen. Also all solche Störungen gibt es ja in der Gruppenarbeit auch. Und die sozusagen fallen nach Vorlesung einfach weitgehend raus, weil die Studenten jetzt mehr so eine Beziehung sagen, als Studentin, Dozentin haben und nicht als Gruppe sich irgendwie noch finden müssen. Und ich erinnere mich an ganz viele tolle Gruppenarbeiten aus dem Studium, wo letztlich das nicht funktioniert hat, weil einfach die Studenten selber gar kein großes Interesse daran hatten. Und dann haben zwei Leute halt irgendwie versucht, die Gruppenarbeit zu retten und das irgendwie in der Woche vor Schaden fertig zu machen. Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist. Gibst du mir ein Stichwort? Kurz? weniger Störungsmöglichkeiten, ja. Sage ich mal. Weniger störanfällig? Störanfällig.
kurzer methodischer Tipp jetzt an dich. Wir haben Teilnehmer, die sehr viel bereits gesagt haben und welche weniger gesagt haben. Und du könntest darauf achten, jetzt auch welche paar zu nehmen, die bislang noch weniger gesagt haben. Sie zum Beispiel hat sich kurz gemeldet. Ja. Hast du gesehen, dass du jetzt zum Beispiel das erst gesehen sehen nachfragst? Genau. Ja, sie hat sich sogar zweimal gemeldet. Dann ist deine Aufgabe, sie hier mal aufzufragen. Also, Rebecca, siehst du das genauso wie die Vorredner? Also ich muss sagen, bei der Vorlesung ist es so, dass ich als Dozent die Möglichkeit habe, wirklich ganz aktuelle Themen, mich in der Woche vorher auf aktuelle Themen vorzubereiten, die ich den Studenten möglichst aus einem komplizierten Sachverhalt möglichst einfach extrahieren kann und das den Studenten dann übermitteln kann. Und das ist einfach, ich meine, dafür habe ich ja nun auch studiert und promoviert und bin seit längerem dabei, dadurch kann ich den Studenten in meiner Erfahrung was übermitteln, was meiner Meinung nach die Studenten sich selber einfach nicht übermitteln können und sich möglicherweise auch nicht falsche Sachen beibringen. Ja, ich wollte jetzt auf diesen Punkt weniger Störanfälligkeiten machen. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Weil in der Gruppenbildung in Vorlesungen, gerade wenn es Massenvorlesungen gibt, habe ich auch Gruppen, die sich unterhalten, was sie in der Mensa essen oder was sonst auch immer. Die eventuell noch ins Land und Papierflieger ja, in den Kopf schmeißen. Da habe ich als Dozent natürlich auch keine Lust dazu. Also ich habe da schon Störungen. Die sind anders geartet als in Gruppenarbeiten, aber es sind Störungen, die mich in der Arbeit behindern. Bei der Aktualität, das würde ein bisschen im Widerspruch zu Janis entstehen. Hätte ich gesagt, okay, ich arbeite jetzt einmal aus, kann das 5 Jahre benutzen und super. Da muss ich Arbeit einstecken, das würde ich in den Gruppenarbeit tun. Okay. Ich wollte vielleicht noch ergänzen dazu. Ich würde sagen, störanfällig, das ist ja beides. Ob das eine kleine Gruppe oder eine große Gruppe, nur die Störungen sind unterschiedlich. Also, ja. So, hier vorne noch eine Meldung. Ja. Genau, also für mich ist eine Vorlesung im Vergleich zum Seminar immer sehr stark linear und zwingt nur eine Logik auf, die von einer anderen Person entwickelt wurde. Während im Seminar ist es auch nicht so, ist, dass die Dozenten fragen, passt der Ablauf so für euch, gibt es dann noch Punkte, die wir reinnehmen sollen, und die Vorlesung ist halt meistens so, wie sie eben ist, wie vielleicht auch das entsprechende Buch dazu entwickeln. Aber ich finde, da sollte man erstmal das Wort Vorlesung definieren. Also ich meine, eine Vorlesung ist, was haben wir schon oft gehört, natürlich kann ich mich da hinstellen, die Folien von vor 10 Jahren wieder aufpacken, ist super als Dozent und so weiter und so fort, aber ich glaube, man hat in der Vorlesung ja nun auch die Möglichkeit, sich vorzubereiten, den Studenten Aktualität zu geben, in der Stunde davor zu sagen, okay, was interessiert euch für die nächste Vorlesung, was wollt ihr das nächste Mal hören, was wollt ihr vielleicht von mir ein bisschen vorbereitet haben, also die Möglichkeit kann ich den Studenten ja geben. Sagen, was möchtet ihr vielleicht genauer wissen, wo möchtet ihr Hintergrundinformationen haben, die ich vielleicht leichter, schneller besorgen kann und euch dann wieder besser verpacken kann. Also ich denke, eine Vorlesung kann schon relativ gut Informationen kompakt übermitteln. Das ist ja meistens so ein bisschen das Problem von nur denken und nicht selber machen. Also, darf ich mal kurz zwischenfragen, ob ich weiterschreiben darf? Achso, wir kommen jetzt zum Ende entgegen. Das heißt, jetzt können wir mal reintun. Und ich würde sagen, 2 Beiträge nehmen wir noch auf und dann schließen wir die Frage. Und dann hatte ich noch einen Fluch, also eine schlechte Eigenschaft, und zwar, dass es ein starres System ist, weil die Vorlesungen werden ja meistens von Professoren gehalten, die viele, viele Jahre schon dabei sind und wo die Flexibilität auch gar nicht mehr gegeben ist, die einfach eingefahren sind, die vielleicht nicht jedes Jahr die gleichen Folien rauspacken, die vielleicht schon überarbeiten in dem Sinne, die aber an ihrer Art, etwas vorzutragen, nichts mehr ändern, wodurch es dann ja wieder eintönig und monoton wird. Ja, wir wollen hier. Gehst du aber spezifisch auf den, das halt gestaltet. Und ich meine, das hat er eigentlich schon angeholt, dass mit Charisma zum Beispiel oder Persönlichkeit, dass das einen großen Einfluss hat. Und das ja, aber ich habe auch tolle alte Lehrer gehabt, die schon über 40 Jahre ihren Stil nicht mehr geändert haben, aber trotzdem toll waren. Es ist nicht da, dass 40 Jahre nichts änderst, dass du das nicht gut gestalten kannst. Das wäre aber auch nicht flexibel. Auch wenn es gut ist.
muss flexibel sein, um das gut zu gestalten. Flexibilität ist ja kein Selbstwert. Also ja. Man selbst vielleicht schon. Also ich finde es ja auch mehr um wenn es Vorlesungen gibt, die vielleicht nicht die besten sind. Also es, klar, es gibt ja auch mal die Ausnahmen, die gut sind. Aber es gibt ja auch sehr viele, die schlecht sind. Und wenn die aber immer so schlecht bleiben oder starr bleiben. Du meinst eigentlich, dass Leute mal selbst reflektieren sollten? Ja, das passiert eigentlich. Also merke ich nicht als Student, dass wenn ich mich dann irgendwann nochmal eine Vorlesung beisetze, weil ich gedacht habe, okay, ich habe das nicht verstanden, mach nochmal und kriege genau das Gleiche wieder vorgeprabbelt. Und das, selbst wenn man das dann von anderen Studenten später wiederhört und dann immer mitkriegt, ja, das hat sich irgendwie nichts geändert und jetzt sind schon 10 Jahre rum. Dann frage ich mich schon, also nicht nur von einer Veranstaltung, sondern von vielen, dass da nicht viel Flexibilität, Veränderung in diesem Vorlesungs ist. Ich möchte dazu noch jemand ein letztes Wort sagen, einen letzten Kommentar. Ja, ich könnte halt noch zwei Sachen sagen. Das meine ich. Weil ich das Gefühl habe, das müssen wir mal sagen, also reden aus einer Rolle. Wir sind da wir sind super alle drin, aber ich wollte mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich hier absolut voll im Fan bin. Und es kann auch wenigstens der Rolle mal austreten, nach der mein Fazit immer ganz entschieden, auch dass man eigentlich schon, glaube ich, hauptsächlich von Menschen lernt, nicht von Methoden. Das haben wir ja auch gesehen jetzt, dass ich glaube schon, glaube ich jetzt ganz ernsthaft, dass die Vorlesung funktionieren kann, wenn ich eine entsprechende Person habe, die in diesem Format funktioniert. Und genauso kann ich mir auch vorstellen, wenn wir jetzt sozusagen sich Didaktisches durchsetzen, solche in der Gruppenarbeit zu machen, ich bin nicht sicher, ob das allein durch die Methode sozusagen sicherstellt, dass das dann immer gute Gruppenarbeit und gutes Seminar sein wird, sondern letztlich hängt es dann einfach tatsächlich, glaube ich, an Dozenten und Dozentinnen und deren Engagement und vielleicht auch Ausbildung oder Wissen. Das war ein sehr schönes Wort. Das heißt, die Vorlesung hängt von Menschen ab und nicht von Methoden. Genau. Ich schreibe das immer dazwischen. Ja. Oder als Kommentar? Ja. Schreibe ich das so. Vielen herzlichen Dank für das grandiose Management hier vorne.